Ach, ihr hier? Wollt ihr auch auf die Burg? Das lohnt sich. Denn die meisten Burgen sind ja schon zerstört. Da stehen nur noch Olle und Ritter. Aber die da, das ist eine ganz besondere. Die Burg am Rhein, die ist noch nie erobert worden. Hatten eine schöne Aussicht von da oben, die Ruinen. Die konnten schon von Weitem sehen, wer zu besuchen. Guten Tag, einmal Erwachsener bitte. Tut mir leid. Kommen Sie morgen wieder. Oh. Ach du Gott. Was ist denn das nun wieder mit diesem Ding hier? Mein Gott, noch mal. Haben Sie mich einen jungen Mann gesehen? Nö. Der Turm. In der Mitte des Burghofes wird treffend der Bergfried genannt. Und in dem Wort Bergfried, da stecken die Begriffe Berg und Fried. Damit ist auch schon sein Zweck angesprochen. Er war der Mama, ich hab Hunger. Notlagen. Dann nimm mal dein Butterbrot. Ja. Ich mag aber kein Butterbrot. Ich mag Butterbrot. Nimm jetzt mal bitte dein Butterbrot. Ein Sänger, genau. Das ist der Geist der Marxburg, das ist nicht der Schmied. Oh, Verzeihung. Lassen Sie sich nicht stören. Ah ja, der Rittersaal. Aha. Ah ja. Dir? Die Rittertafel. Ne? Ja, aber Fensterscheiben hatten die ollen Ritter noch. Verehrte Herrschaften, passen Sie auf die Treppe auf. Warte mal auf. So. Sie haben jetzt Banketthalle oder auch Banketthalle genannt. Ein Bankett. Zu jeder Burg gehörte ein Bankett. Und dieser harte Kern war die eigentliche Ritterschaft. Und hier befinden wir uns in dem, müssen wir euch nicht, deren eigentlichen Raum. Mama, der Ritter hat ganz viel Hunger gehabt. Ach, nicht so laut. Die Möbel hier, alles handgearbeitet, etwa 500 Jahre alt. Nur mit der Axt bearbeitet und geglättet. Das kann heute kein Handwerker mehr. Ja, und dann sehen Sie hier noch die Wandhäuschen. Wir würden heute dazu sagen, Wandschränke. Mama, im Schrank ist ein echtes Gespenst. Die Kapelle. Ja, und das muss der heilige Markus sein, von dem die Burg ja ihren Namen hat. Ne? Was haben wir denn hier? Hilarus von Bärenstein, Nerschenreben auf Sorali. Ja, Moment mal. Da ist ja eine gewisse Ähnlichkeit. Ne? Naja, man muss sich den Bart mal wegdenken, aber sonst. Ja, komisch auch. Hilarus. Das ist lateinisch und heißt Lust. Ich heiße auch Lust. Von Bärenstein. Ich bin von Stadt. Womöglich bin ich der Urenkel von dem da. Nun, das ist so ruhig. Ruhig. Richtig unheimlich. Ne? Die werden doch nicht einfach die Burg abschließen und mich hier einsperren. Nein. Ja. Ja, das ist es. Oh, ziemlich luftig, das Örtchen, nicht? Aber praktisch, diese Art von Entsorgung. Nur nicht für den, der unten gerade vorbeigeht. Nicht? Hallo! Kundschaft! Hallo! Wartet auf mich! Alle weg!
Kundschaft! Da hört mich keiner. Naja, dann muss ich wohl heute Nacht auf der Burg bleiben. Ach ey, ist nur Dekoration. Ja, vielleicht da drüben. Verzeihung, ich. Ich darf mal. Ja? Ja. Ja. Loslassen! Entschuldigung. Oh. Da ist es ja. Fladenbrot mit Fett der zahmen Sau. Oh oh. Wie war das mit dem unglücklichen Sänger, dem Ilaus von Bärenstein? Nachts klirrt er mit den Ketten.